Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Sonntag, den 2.10.21. Einen wunderschönen, verregneten Sonntag. Schauen wir mal, vielleicht wird es uns ja der Montag, der Feiertag, schön. Wir haben ja ein langes Wochenende alle miteinander. Und das ist doch mal was. Was Hervorragendes. Bist du im Wochenendurlaub, dann wünsche ich dir alles Liebe und einen wunderschönen Montag. Oh, schau mal, was hier rausgefallen ist. Spirituell, das ist ein spiritueller Sonntag. Ja, was ist momentan in der Luft? Ja, es ist so vieles in der Luft. Mal gucken. Ja, ja. Ich kann halt schon wieder nicht mischen, geht schon wieder lustig darin. Jetzt ist aber Ruhe. So, wir haben Hobby. Ja, ist für einen Sonntag nicht schlecht. Meldungen. Oh, ein Hobby. Okay, das kann Motorrad, ein Gewicht oder sein. Ja, oder ein Gewicht. Und Kraft. Also hier ist zum Beispiel auf jeden Fall mein Kraftsport drin. Brauchen wir überhaupt nicht reden. Auf jeden Fall Kraftsport. Hobbykraft ist Kraftsport. Und jegliche Art. Also nicht nur Gewicht heben, sondern auch Dauerlauf. Also alles, was Kraft schafft. Also wo du Muskeln aufbaust. Alles das ist hier Kraftsport. Gell? Also auch wenn du zum Beispiel Sport machst zum Abnehmen, dann ist auch das Kraftsport, weil du ja wiederum Muskel aufbaust, auch wenn du es bloß Dauerlauf machst. Aber du machst es praktisch zum Abnehmen, aber baust trotzdem Muskeln auf. Also ich sage, Schachspielen ist jetzt nicht wirklich ein Kraftsport oder so. Dartspielen jetzt auch nicht wirklich und so. Aber das hier ist ein Tag fürs Hobby. Wenn wir jetzt vom Kraftsport weggehen, kann dieses Objekt, zum Beispiel diese Karten sein, könnte jetzt. Kriege ich Meldungen und die mich stärker machen, die mich sicherer machen oder und das könnte ein Hobby sein. Also sage ich, du bist Hobby im Garten, weil jetzt ist ja die Zeit, glaube ich, oder kommt erst noch, wo mein Garten alles Mögliche machen muss. Das gibt natürlich auch Kraft, Natur, frische Luft, Abhärtung und so weiter. Also all das ist damit drin. Und jedes Hobby daheim auch stricken. Wenn du da runterkommst, wenn du da in dir kommst oder so, dann gibt dir das auch wiederum Kraft. Also, ja, hier ist eine Entscheidung. Eine Gefühlsentscheidung. Keine Ahnung. Das muss da, weiß ich nicht, eine Gefühlsentscheidung vom Hobby und einem Objekt. Zum Beispiel, melde ich mein Motorrad schon ab. Ist eine Gefühlsentscheidung. So. Meldungen. Also Meldungen, alles was du Meldungen kriegst im Bezug auf Hobby, ist ein Gewinn. Und warum dir die Kraft Angst macht, weiß ich noch nicht. Oder du kriegst gerade für deine Angst die Kraft. Also hier gewinnen an Meldungen, die uns Angst machen, aber hier hast du in dem Hobby, wenn du bist, kannst du wieder Kraft tanken. Das gibt ja eher Sinn, weil hier ist nämlich zwar Gewinnermeldungen, viele Meldungen, die dir Angst machen, aber du kannst mit dieser Kraft dagegenhalten. Und da ist wieder, du entscheidest wieder, was du fühlst. Das ist, also, das ist deine Entscheidung. Hier haben wir den Vater. Und wieder Nachrichten, also uns wird es wieder alles um die Ohren hauen. Und hier Glaubenssätze und hier Manipulationen. Also ich wollte hier schon sagen, False Flag, jetzt kommt es wieder. Weil hier wird uns wieder extrem Angst gemacht. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was jetzt nicht nur Sonntag ist, sondern wirklich die Tage drauf auch noch. Wir kriegen hier extrem Nachrichten, die Angst machen sollen, die wir glauben sollen. Die sind alles manipuliert. Und hier wird dir geraten, geh in dein Hobby, geh in das, was dir Spaß macht. Und habe ich schon oft genug gesagt, Hobby ist nicht nur etwas, was du regelmäßig machst, sondern alles, was du gern magst und immer wieder mal magst, auch völlig unregelmäßig, ist vollkommen wurscht. Alles das ist Hobby. Auch mal sagen, ich gönne mir heute einen Sonntag in der Badewanne, weil ich heize ja mit Kohle. Spaß. Dann kann das genauso ein Hobby sein. Wenn du da runterkommst,
Hier ist es ganz wichtig und hier wird immer ganz wichtig gesagt, runterkommen. Schau auf deine Gefühle und entscheide du, lässt du dich in der Angst triggern oder nicht. Also das ist hier eine große Warnung, weil die Manipulation noch oben drüber liegt. Das heißt hier, alle jetzt bestimmt nicht, aber viele Meldungen und Nachrichten, die kommen in den nächsten Tagen, wollen uns Angst machen. Schau hin, was du glaubst. Stärke dir die Kraft. Die sollen nämlich uns die Kraft hier rauben. Also den Kraftgewinn, den wir hier haben, soll uns diese Kraft rauben. Und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Hier haben wir speziell den Vater liegen. Das ist dein Vater, dein Bruder, dein Freund oder was auch immer, der hier auch dir vielleicht ein bisschen hilft bei deinen Entscheidungen. Weil der steht dir zur Seite, gefühlsmäßig zur Seite, auch bei den Nachrichten. Also du solltest jemanden im Umfeld haben, mit dem du auch mal drüber reden kannst. Und ich weiß, wir sind nicht so viele. Shit. Aber es gibt überall welche. Und ich denke mal, jeder kennt wenigstens einen. Also ich habe jetzt am Donnerstag auch wieder eine Frau kennengelernt, die auch bei uns ist und so weiter. Und gerade wir müssen hier diese hohe Energie hochhalten. Ich schaue ein Mädel, die heißt auf YouTube Der zweite Blick. Ich mag die furchtbar gern, die ist sehr authentisch, die ist sehr, also Österreicherin, ist sehr bodenständig, also gefällt mir ganz, ganz gut. Und die macht Remote Viewing. Weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Remote Viewing ist eine Hellsehart, aber wissenschaftlich fundiert. Also du hast da ein Protokoll und musst alles Mögliche aufschreiben. Also so richtig, das haben die Geheimdienste entwickelt. Also das ist wirklich wissenschaftlich fundiert, dieses Hellsehen. Dieses Remote Viewing heißt das. Und die macht Remote Viewing. Und die zum Beispiel hat auch gesagt, wir sind jetzt nicht so viele, aber wir sind gut verteilt, überall einer. Und an uns, nur wegen uns, wird das Ganze hier abgewendet, sagt sie. Wenn du darauf gehst, zweiter Blick, da sagt sie, ja irgendwann in die letzten Vorschauen, also jetzt in die letzten 2-3 Wochen, kannst du mal die anschauen, wenn du möchtest. Die ist sehr interessant, mir gefällt die gut. Auch nicht alles, aber mir gefällt die gut. Und die sagt, weil wir so stark sind, wirklich stark sind und so viel Energien hochhalten, obwohl wir so wenige sind im Bezug auf die Masse, nur wegen uns wird es gut. Und nur wegen uns bekommen wir auch Hilfe. Das ist so ähnlich, wie ich gesagt habe, sagt nur einer, nein, er will aufsteigen, können sie es nicht mehr ändern, so habe ich es halt nicht gekriegt, aber ihre Aussage ist im Endeffekt das Gleiche, denn wir sind nach wie vor in der Minderheit und trotzdem dürfen wir hier uns erhöhen. Also es deckelt sich irgendwie, es ist, ich sage nie, dass ich hundertprozentig recht habe, ich kann es immer von meiner Warte aus sagen, aber es stimmt wieder überein. Gut, energetisch ist das hier ähnlich, hier ist der Vater, du weißt, energetisch ist der Vater bei mir dein Gott, dein Allah, dein Manitou, was immer du möchtest. Bei mir heißt das Ganze Quelle, aber nur aus dem Grund, weil ich mit dem Wort Gott ein Problem habe, weil das mir von der Kirche versaut wurde. Also Gott denke ich immer an Kirche und das ist mit Sicherheit nicht mein Gott. Und darum heißt er bei mir Quelle. Und ich bin sicher, ist egal wie du den nennst, und ich bin sicher, dass es so eine Quelle gibt. Dem ist vollkommen wurscht, ob du Straßenkehrer oder Quelle oder Manitou sagst. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also wollte ich bloß mal erwähnt haben. Und der gibt hier auch, geh in dir, geh in deine Quelle, weil die hast du ja in dir. Und fühle, was du entscheidest. Gehst du hier in den Spaß, in die Freude, die dir Freude macht, und das ist speziell für jeden das Gleiche, oder gehst du hier in die Angst? Wieder mal eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und auch wenn es jetzt doof klingt, aber sogar der Irlmeier, das ist ein bayerischer Wahrsager, der ist schon, keine Ahnung, irgendwann nach dem Krieg gestorben, der hat auch gesagt,
alle, die die glauben oder irgend sowas ähnliches, denen wird es gut gehen. Das ist genau sowas. Und darum ist das hier eine False Flag, weil diese Angst, die sie uns hier erzählen, ist eine Manipulation. Ich sage jetzt nicht, dass das alles gelogen ist. Überhaupt nicht. Irgendwas ist meistens dran. Aber nicht in dem Ausmaße, wie sie es uns sagen wollen. Denn wenn diese Manipulationswirke über allen drüber liegt, haben wir hier auch eine Zweiteilung. Hier ist praktisch unsere Quelle, die uns die Stärke, die Kraft gibt, die Sicherheit gibt. Und hier ist die Manipulationswolke, die uns hier mit allen möglichen Nachrichten und Dingsbums hier in die Angst treiben wollen und uns die Kraft rauben wollen. Also bleibt's in der Ruhe. Und ich kann es nur immer wiederholen, das Backerl da hinstellen, was du jetzt nicht lösen kannst, und stehen lassen und hier in deinen Spaß gehen. Weil du, wenn du da reingehst und da drin bleibst, kommst du automatisch hier rein. Gut, das ist wieder sehr, sehr interessant. Es wird nicht lustig, weil natürlich schaut jeder hin und jeder denkt darüber nach, kann es jetzt wahr sein, kann es nicht wahr sein, ist ein False Flag, ist es nicht, wie schlimm ist es wirklich. Doch, ganz ehrlich, denk mal drüber nach. Wenn du es nicht weißt, wie schlimm ist es, stimmt es oder stimmt es nicht, dann frag dich mal, kannst du persönlich, es jetzt ändern? Nicht. Also, runterkommen, da hinstellen. Du kannst es doch eh nicht ändern, ob das jetzt alles stimmt, ob da gar nichts stimmt oder. Runterkommen. Du darfst diese Sachen, diese Meldungen gerne anschauen. Mache ich ja auch, weil ich bin unwahrscheinlich neugierig und darum schaue ich das natürlich an. Aber ich lasse es dann bewusst los. Und wenn ich das mal, was weiß ich, eine halbe Stunde in Telegram mein Kanal mal durchgeschaut habe und geguckt habe, was alles hier ganz fürchterlich ist, dann schaue ich mit Absicht Kanäle an, die wieder hochbringen, wie ein Yggdrasol. Der 17. Sinn zum Beispiel, ich glaube nicht alles, was der sagt. Also der ist ja total Trump und alles, was weiß ich was. Aber der bringt mich immer hoch, darum höre ich den an. Weil ich glaube das nicht in dem Maß, wie er das erzählt, aber er bringt mir gute Laune und darum höre ich den an. Und dann gehe ich natürlich auch in mein Hobby, was momentan ist mein Hobby ein bisschen nervig. Aber mach gar nichts. Mache ich halt das anders, was schön ist. Ich werde ja morgen einen schönen Film anschauen. Alles das, was dich wieder hochbringt. Lass dich nicht runterkriegen. Gut, in dem Sinn sehen wir uns am Sonntag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg
auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.